Rette den Boden. Sadhguru kommt zum ersten Mal in die Elfenbeinküste. Rette den Boden. Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, was Sadhguru für uns tut. Es gibt nur zwei Quellen für organisches Material auf dem Planeten: pflanzliches Leben und tierisches Leben. Sobald das pflanzliche Leben und das tierische Leben verschwunden sind, gibt es keine Möglichkeit mehr, organische Bestandteile einzubringen. Mit einer landwirtschaftlichen Nutzung wird es innerhalb von 25 bis 40 Jahren eine Wüste sein. Denn wenn man dem Boden den gesamten organischen Anteil entzieht, wird er zu Sand. In den letzten 25 Jahren sind 10% der weltweiten Landfläche ist zur Wüste geworden. Was ist unser Plan wirklich? Also es geht nicht darum, ein Weltuntergangsbild zu zeichnen. Es geht darum, dass wir aufwachen und handeln. Es war wunderbar für Afrika, mehr über die Relevanz des Bodens zu erfahren. Eine sehr wichtige Botschaft für unser Leben. Wenn wir möchten, dass es allen gut geht, dann ist es so wichtig, dass jeder von uns seinen Beitrag leistet und seine Stimme erhebt. Rette den Boden! Rette den Boden! Lasst es uns wahr machen!